geht's schon. Ach, ich drück's einfach. Achtung. Wissen ihr mich jetzt störe? Ich war Erster. Ich hab Dirk schon viel länger erwartet. Ich habe im Dunkeln gestanden. Du hast mich nicht gesehen. Ja, ja. Hauptsache, schön sagen können, das Klischee ist erfüllt. Wir Frauen brauchen eh immer länger als wir Männer. Natürlich. Sicher, du hast sogar länger gebraucht, um ihn umzubringen. Ey, Schlag von mir. Fertig. Aber auch nur, weil ich gut Vorarbeit geleistet habe. Habe ich nicht gesehen. Oh, du hast dich hinter der Kiste versteckt. Hoffentlich bin ich bald diese Ritterlanze los. Was, die hübsche Lanze? Wer braucht bei so einem Übungsschwert schon ein Lichtschwert? Schon wieder was Grünes. Oh, endlich! Ist das immer noch rot? Nee, ich glaube, es ist rosa. Oh, warte mal, ich glaube, das ist sogar schlechter. Ja, das war schlechter. Und es war hässlich. Die haben ein Schwert auf dem Rücken. Warum schießen die mit einem Blaster? Oh, wie ihrer chillt. Sie chillt. Ist aber cool, dass die sich dann so an Gegenstände lehnen. Habe ich bis jetzt auch in Camp andere MMO gesehen. Gegner, Gegner! Was ein Jump! Treffe ich eigentlich mit einem Schwertschlag mehrere Gegner? Mir kommt das so vor. Da müsstest du dir die Fähigkeit durchlesen, was die können. Also ich habe ja bereits mehrere AI-Attacken. Vielleicht ist auch eine deiner Attacken schon gegen mehrere Ziele. Jetzt sah das die Ledge-Gruppe, das ist mal, wo wir die Quest abgeben können. Ja, ich denke mal auf jeden Fall, der eine wollte doch, dass wir ihm das Gehirn bringen, also müssen wir auf jeden Fall dorthin zurück. Okay, such mal die mal auf. Guck mal, ich pump dich nochmal mit dunkler Energie voll. Das habe ich nur gemacht, um schneller nach vorne zu kommen. Hauptsache Erster sein. Ja, ja. Ja, da kommt noch mal so praktischer. Wo laufen wir jetzt hin? Quest? Oder habe ich die Symbole wieder vertauscht? Ja, ich habe die Symbole vertauscht. Ich laufe dir nach. Also wir gehen erstmal dem gelben Dreieck mit dem grünen inneren Punkt abgeben. Weil das war die Nebenquest bei Lord Renning. Ich denke mal, danach dürfen wir ja bestimmt wieder für, was weiß ich, also ich auf jeden Fall wieder irgendwas Ekelhaftes für Aufseher Hakun machen. Weil der will ja, dass ich ja, ums Leben komme. Mit jedem Gespräch mit ihm hasst man ihn mehr und freut sich darauf, wenn man ihn hoffentlich irgendwann umbringen darf. Wie habe ich denn jetzt gepult? Keine Ahnung. Also man will ihn auf jeden Fall töten. Na, da ist das Lager. Jetzt geht's drum, doppeltes Loot abstauben.
Habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. Aber Imperator, das ist gut, wenn wir ihr das Gehirn geben. Ja, ich hab gerade. Viel Spaß damit. Ausgezeichnet. Aber ich hab schon geklickt. So aussehen, als würde Renning seine Ergebnisse fälschen. Bevor ich das Symbol gesehen habe. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Worte in die falschen Ohren flüstern. Das war eine gute Entscheidung. Euer Konto. Gebt Renning das Hirn und holt euch auch von ihm die Belohnung. Läuft doch prima für euch. Wenn ich damit in Verbindung gebracht werde, wird nicht mein Kopf rollen. Spart euch die albernen Drohungen. Ich kümmere mich schon um alles. Man sollte uns nicht mehr zusammen sehen. Lord Renning könnte Verdacht schöpfen. Gebt ihm das Hirn. Auf was haben wir uns da eingelassen? Keine Ahnung. Endlich bringt ihr mir das Hirn. Das habt ihr gut gemacht. Es war doch sicher nicht schwer, oder? Ich habe das Vieh dafür bezahlen lassen, dass es euch solche Mühe gemacht hat. Meine Schülerin Malora sollte sich an euch ein Beispiel nehmen. Sie ist viel zu weichherzig. Ich muss meine Forschung sofort wieder aufnehmen. Große Entdeckungen harren meiner. Nehmt eure Belohnung und geht. Wollt ihr denn nicht mal ein Bad nehmen? Ja, ja. Ihr könnt jetzt aufhören zu reden. Lebt wohl. Fischchen, wie frech. Ist doch die Wahrheit. Hast du nicht gesehen, wie dem der Dreck schon im Gesicht klebt? Schau mal, die zwei Spieler auch zu zweit. Und genauso Inquisitor und das Symbol kenne ich nicht. Attentäter. Ja, der hat ganz andere Waffe. Also sie spielen beides ist Inquisitor, aber das eine ist halt ein... Ja, so ein Hexer wie ich und das andere ist halt ein Attentäter mit einem Doppellichtschwert. So, wo geht's jetzt hin? Wieder zum Taxi? Hier oben ist ein Taxi anscheinend bei dem Fahrstuhl. Nach oben. Das ist wahrscheinlich das, wo wir vorhin hätten hinfahren können, das Lilane. Da hätten wir uns dann an die Hälfte des Weges gespart. Hätten wir nur auf das Spiel gehört. Also das Spiel zeigt da also Abkürzmöglichkeiten. Anscheinend, der kürzeste Weg. Und was ist da jetzt so? Das, was, das hier? Ja. Das sind wie Ruhesteine. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Das heißt, du kannst, Reiseroute. Och, wie ging denn das nochmal? Es gab eine Option, da kannst du halt, schnell reisen. Über diese Punkte. Mhm. Also es ist gut, die angeklickt zu haben. Oder ist es immer nur der, wo du zuletzt angeklickt hast? Nee, also wenn man sie anklickt, schaltet man sie frei. Ich weiß aber nicht, ob man das immer noch machen muss oder ob die jetzt automatisch freigeschalten sind. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Das... ist jetzt komplett neu für mich. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Die dunkle Seite gewinnt, sieht man doch. Ja, aber was hat es für Auswirkungen? Bist du schon hoch? Ich bin schon mal hochgegangen, ja. Ich kann es kaum erwarten, auf Sir Hakun wiederzusehen. Ah, zu ihr muss ich nicht. Hm. Oh, 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 knien sie nieder? Beug dich nieder vor dem Imperator. Ich lauf nicht, ich lass dich dieses Mal vorlaufen. Minik ist reingelaufen, also vor dem knien sie. Minik hat zwei Schwerter, siehst du das? Oder zwei Lanze? Mhm. Kniet nieder vor dem Imperator. Kniet nieder.
Das darf nicht wohl. Das ist unglaublich. Tja. Ich bin eine Fee. Ich bin eine Frau. Na, wen haben wir denn da? Erinnert ihr euch an mich? Sofort den Weg freimachen. Es gibt einen Grund, warum ich hier stehe. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen. Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Schluss mit den Abkürzungen, Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Nein, wartet, wartet. Ich habe mich geirrt. Was die Leute über euch erzählen, ist, alles war so stark. Ich will nicht sterben. Bittet nicht um Gnade und erwartet auch keine. Sterbt wie ein Sith. Ich habe versagt, Vemrin. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Gut. Auf diesen Moment habe ich lange genug gewartet. Nach dem Treffen wirst du dir vielleicht wünschen, dass du mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt hättest. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Ich habe Darth Barras im Griff. Für gewöhnlich ist es Barras, der andere im Griff hat. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Vemrin aufzuhalten. Wenn du scheiterst, wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Also, der Gegner, wo ich habe, Zeuge Hilfe, der existiert nicht mehr. Welcher Gehilfe? Von meinem Rivale. Der hat so Lakaie gehabt. Den hat er auf mich gehetzt, das hat er nicht überlebt. Tja, dann waren es keine guten Lakaien. Ich muss jetzt zu irgendeiner wichtigen Person. Okay. Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr der, von dem hier alle sprechen? Der angeblich von Darth Barras höchstpersönlich hergebeten wurde? Neugier kann großen Schaden anrichten. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir,
um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Teno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Diese Freude hebe ich für mich selbst auf. Wir würden es nie wagen, euch dieses Erlebnis zu nehmen, aber bedenkt Folgendes. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Ich wäre nicht traurig, wenn jemand Vemrin ausschalten würde. Das ist alles, was wir wissen müssen. Wir werden die Angelegenheit mit äußerster Diskretion behandeln. Was heißt das, Fein? Es heißt, dass Vemrin ein toter Mann ist und wir den besten Partner überhaupt haben. Wenn sie sich da mal nicht täuschen. Sich wobei täuschen? Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch... Boah, ist der hässlich! Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Jo, er Schmutzschille. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemmeral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vemrin. Ich sehe den Emporkömmling. Aber kein Zeichen von Dolgis. Klemmeral, Vemrin, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Hast du Probleme mit Akolyt Vemrin? Wenn er sich mir weiter so in den Weg stellen will, wird er großen Ärger bekommen. Er wurde zu einer tödlichen Maschine gemacht. Vemrin hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen? Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht, statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Das sehe ich entschieden anders. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Sicher, gebt mir einen Moment. Also es gibt die dunkle Seite, die helle Seite und ja, das war's im Grunde. Erbärmlich. Ich kann sogar mit geschlossenen Augen erkennen, wann die Lippen eines jungen Machtanwenders lügen. Ich bin jetzt ein Meister. Trämel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Trämel und bringe mir seine Hand als Beweis. Es wird mir eine große Freude sein. Geh jetzt. Ich bin sicher, Trämel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Ich soll Trämel töten. Wer war Trämel?
neuer Meister befiehlt mich, den alten Meister auszuschalten. Ja, damit Sis zum Meister wird, muss Sis Meister töten. Oh mein Gott, ist das so geil. Moment, bin gleich da. Hallo, Dremel. Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Hat Darth Baras dich zu mir geschickt? Heute ist mein Glückstag. Baras hat meinem Wunsch entsprochen. Ich werde euch töten. Dann wurde ich wohl ausgetrickst. Baras hat die nötige Autorität, aber ich hätte nicht gedacht, dass er etwas derart Offenkundiges wagen würde. Entweder sterbe ich... oder ich zerstöre meinen eigenen Plan, indem ich dich töte. Ein meisterlicher Schachzug. Nun gut, du hast deine Befehle, Akolyt. Sei versichert, dass dein Tod mir kein Vergnügen bereiten wird. Wie kommt ihr darauf, dass ihr mich töten könnt? Du bist stark. Stärker als alle anderen an der Akademie. Aber du bist noch kein Sith. Ich werde dir ein kurzes und schmerzloses Ende bereiten. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ich bin erstaunt. Ich wusste, dass die Macht stark in dir ist, aber nicht so stark. Du bist mehr als nur bereit, um Vemrin herauszufordern. Baras wird das nun auch nicht mehr leugnen können. Er bekommt die Genugtuung meines Todes, aber ich sterbe im Wissen um meinen Erfolg. Na los, bring es zu Ende. Ihr seid mein größter Kampf bisher. Ich werde mich an eurem Blut weiden. Leb wohl, Akolyt. Die Reinheit der Sith liegt in deiner Hand. Erledigt. Sieh an, der Akolyt kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Dremel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern. Ich habe ihn genossen. Gut.
Erfreue dich daran. Nicht jedes deiner Opfer wird so bedeutend sein. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Tremel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Und jetzt spüre ich eure Fesseln. Du wirst sehen, dass sie sich besser anfühlen und dir einen größeren Freiraum lassen. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulakhords Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Vemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen. Kämpfe dich durch Tulakhords Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine. So, das war jetzt mal richtig storylastig. Bin da! Na endlich! Mit neuer Rüstung. Schick, schick. Aber immer noch zu rot. Vor allem der Rotton passt überhaupt nicht zu deiner Haut. Und der chillt da? Sprech mal nochmal. Jo. Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Ich habe bisher nichts gesehen außer Staub und Gräbern. Beeindruckend ist das nicht. Dann seid ihr nicht von den Behauptungen eurer Meister geblendet worden. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Fische. Was? Er ist doch auch nur ein Halbblut. Wirklich rot sieht er auch nicht aus, ne? Hast du recht? Ihr sprecht gerade mit einer ehemaligen Sklavin. Wirklich? Das ist bedauerlich. Aber ihr könntet euch dennoch als nützlich erweisen. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Wer seid ihr, dass ihr beurteilen dürft, ob ein Sith rein oder minderwertig ist? Als Agent des Imperators und des Rats der Sith werde ich über sie Bericht erstatten und notfalls Maßnahmen ergreifen, um die reinblütige Vormachtstellung wiederherzustellen. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holochron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holochron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren.